Mit den ganzen Marillen, die jetzt reif sind, backe ich am liebsten einen Marillenkuchen, so wie früher von der Oma. Das Vanillemark werden wir sorgfältig auskratzen. Zur Vanille werden wir ein bisschen Marillenmarmelade geben, ein bisschen Strohrum und verrühren. Die Marillen werden wir halbieren, Kern und Strunk entfernen. Die Marillen werden wir in die Marmelade-Rummischung eintauchen. Die Marinade werden wir sanft in die Marillen einmassieren. Mehl und Backpulver werden wir miteinander sieben. Die Eier trennen wir. Eiweiß schlagen wir mit der halben Menge Zucker und etwas Salz zu steifem Schnee. Zum Eidotter werden wir Milch geben, weiche Butter, den restlichen Zucker, einen Schuss Strohrum und das Ganze werden wir schaumig rühren. Zur Eidotter Buttermasse werden wir jetzt Mehl dazugeben und den Eischnee. Den fertigen Teig werden wir auf ein Blech gießen. Den Teig werden wir gut verstreichen, er soll ca. 2 cm hoch sein. In den Teig werden wir jetzt die Marillen schön reindrücken. Auf jede Marille kommt ein kleines Stück Butter. Den Marillenkuchen werden wir jetzt für circa eine halbe Stunde bei 175 Grad backen. Zum Schluss zuckern wir den Kuchen mit Staubzucker an. Es schmeckt wie bei der Oma.